Top 24 auf Abmietung des Objektes Hermann-Mendes-Straße, Einbringer AfD-Fraktion. Wer will einbringen? Herr Pinkert, bitteschön. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Ja, jetzt noch kurz vor Schluss ist man sich der Mehrheiten sicher. Und einige andere wollten am liebsten auch fliehen, damit das nicht behandelt wird. Es geht hier um die Abmietung des Objektes Hermann-Mendes-Straße 1. Das wird dem Bürger erstmal nichts sagen. Das ist eine zentrale Flüchtlingsunterkunft in der äußeren Neustadt im Industriegebiet. Dieser Mietvertrag läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch. Das heißt, die Stadt hat immer die Möglichkeit, zum Halbjahreswechsel zu einem bestimmten Zeitpunkt den Mietvertrag zu kündigen. Deswegen hatten wir diesen Antrag auch ursprünglich irgendwann mal versucht vorzuziehen, weil der immer in Ausschüssen behindert wurde, da hier massiver finanzieller Schaden für den Bürger, für den Haushalt entsteht. Wir reden hier immerhin pro Monat um knapp 400.000 Euro ohne Nebenkosten für die Unterbringung von ungefähr Maximalbelegung 900 Flüchtlingen. Man könnte jetzt sagen, es ist ja relativ preiswert pro Flüchtling. Jetzt muss man aber sehen, dass er gerade die Grünen und Linken interessiert, dass er eigentlich immer die Unterbringungsqualität gar nicht gegeben ist. Im Winter kann nicht zugesichert werden, dass überhaupt die normale Raumtemperatur, dass man sich halbwegs ordentlich aufhalten kann, das sind ja auch Aufenthaltsräume, sollte gehalten werden kann. Der Betreiber sagt eindeutig, 18 Grad kann er nicht zusichern. Ja, und normalerweise haben sie 21 Grad zuzusichern als Vermieter. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass die Stadt dort wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob dann jemand gekungelt hat oder sich gedacht hatte, ach, diese arme Person oder die Gesellschaft, die dort das betreibt, die sind so arm, denen stecken wir noch mehr Geld rein. Also Ökostrom wäre billig gewesen gegenüber das, was die Stadt dort bei den Nebenkosten für den Strom bezahlt. Ja, das scheint super Ökostrom zu sein. Genauso verhält es sich das mit der Handseife, die scheint ökologisch hergestellt zu sein von Biohandwerkern im Breisgau zum Stundenlohn von 335 Euro. Zumindest macht das den Literpreis aus, der dort aufgerufen wird. Und so zieht sich das durch. Papierhandtücher, Toilettenpapier, Handdesinfektion, also die kompletten Nebenkosten. Das ist nicht nur eine zweite Miete, die Sie normalerweise haben als in einem normalen Mietobjekt, was wir sonst haben, sondern das ist einfach, viele würden sagen, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ja, das ist ein massiver finanzieller Schaden, der dem Bürger zugefügt wird. Und deswegen wollten wir gerne, dass dieses Objekt abgemietet wurde. Das wurde natürlich hier von Seiten der Stadträte verhindert, indem unser Antrag immer wieder dahin geschleppt wurde. Ja, jetzt ist immer endlich hier, deswegen ein Änderungsantrag, dass die Stadt zwingend in Nachverhandlungen gehen soll, insbesondere über die Nebenkosten mit dem Vermieter. Da es sich hier wirklich um marktunübliche Preise handelt bei den Nebenkosten und des Weiteren ja, der Mietvertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt werden soll. Weiterhin fordern wir natürlich, dass wir dagegen sind, dass weiterhin dezentrale, das heißt Wohnungen angemietet werden für sogenannte Flüchtlinge. Eine zentrale Unterbringung ist besser, kann auch preiswerter gehalten werden, aber nicht wie im Objekt Hermann-Mendes-Straße, Schnellbauernhallen etc. Leipzig macht uns das vor. Ja. Und dann möchten wir natürlich gerne, dass die Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, dass unser Oberbürgermeister an den Freistaat die Bitte sendet, diese Personen zurückzunehmen und selbst zu betreuen als Freistaat und sich um diese Personen zu kümmern in Bezug auf Unterbringung und eventuell Rückführung. Ja, also denken Sie mal bitte an den Geldbeutel und dann natürlich auch an die Unterbringungsqualität, was in Bezug auf die Temperaturen, das muss wunderschön gewesen sein dort jetzt im Winter und stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Okay, gibt es weiter Redebedarf? Frau Bargo. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Der AfD-Antrag
den wir hier heute abzustimmen haben, besteht aus genau zwei Sätzen. Der erste Satz, die Abmietung fristgerecht, passiert sowieso. Der zweite Satz, nachzuverhandeln, ist nicht möglich. Das heißt, der Antrag, den Sie hier vorlegen, ist einfach nur Augenwischerei. Ein Beschluss würde genau nichts, zu gar nichts führen. Es sind einfach Dinge, die nicht umgesetzt werden können, beziehungsweise sowieso schon umgesetzt werden. Das heißt, es ist scheinheilig, hier mit so einer Rede um die Ecke zu kommen, wo Sie doch genau wissen, denn wir haben da sehr ausführlich drüber im Ausschuss gesprochen, dass der Antrag nicht realisierbar ist in der Forderung und dass die Abmietung sowieso passieren soll nach 2 Jahren. Wir haben im Eventwerk einen Festvertrag. Und ja, stimmt, das Eventwerk ist extrem teuer. Es ist die teuerste Einrichtung, die wir haben in der ganzen Stadt. Und es ist auch keine besonders gute Einrichtung. Es ist äußerst trist da oben. Es ist von den Vorschlägen, die die Betreiber im Vorfeld gemacht haben, wenig umgesetzt worden. Nachts kann man das Licht nicht ausmachen. Das heißt, in den Containern ist es quasi entweder für alle hell oder für alle dunkel. Draußen stehen irgendwie drei traurige Bänke, sonst gibt es da gar nichts. Es gibt keinen Baum, keinen Strauch. Es ist einfach eine äußerst wirklich triste Einrichtung. Und mich ärgert es zutiefst, dass wir aus der Notsituation heraus gezwungen waren, privaten Vermietern und privaten Betreibern diese horrenden Preise für das Eventwerk zu zahlen, weil nämlich eine Notsituation ausgenutzt war. Das war ja weiterhin bekannt. Wir hatten Zuweisungen von Geflüchteten, mussten Unterbringungseinrichtungen bereitstellen und weil eben nicht Vorratseinrichtungen etabliert wurden in den Jahren vorher, wie wir das als Linksfraktion im Übrigen vorgeschlagen haben, zum Beispiel hier vorne in der Lingner Straße, das ist ja nicht passiert. Es wurde vom OB kein Geld dafür bereitgestellt und Sie haben da sowieso nicht zugestimmt von der AfD, also tun Sie jetzt hier nicht so scheinheilig. Und genau das führt ja dazu, im Eventwerk, das ist jetzt ein Extrembeispiel, es gibt aber auch noch andere Beispiele, dass aus dieser Notsituation heraus Private die Situation ausnutzen und dann Preise aufrufen, weil sie genau wissen, die Stadt, die öffentliche Hand, muss es am Ende zahlen, denn die Alternative sind Turnhallen. Und das ärgert mich tatsächlich zutiefst und ich will, dass wir endlich bei der Unterbringung in eine Situation kommen, dass wir Vorhaltekapazitäten haben, die man eben nutzen kann, wenn man sie braucht oder auch für andere Dinge nutzen kann, wenn man sie gerade nicht braucht. Das Günstigste sind im Übrigen Wohnungen. Wenn einfach die Unterbringung in dezentralen Wohnungen stattfindet, aus sozialpolitischer Sicht, ist das sowieso die beste Wohnform, aber eben auch aus finanzpolitischer Sicht. Sie als AfD, haben Sie ja gerade wieder gesagt, bieten aber keine Lösung an. Sie sagen, es braucht eine zentrale Einrichtung. Schlagen Sie mir mal vor, wo die sein soll. Da kommt nämlich gar nichts. Und wir sitzen hier im Stadtrat in einem Entscheidungsgremium. Das heißt, hier werden die Entscheidungen getroffen und hier muss über Lösungsvorschläge diskutiert werden. Sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und einen Vorschlag haben wir aber auch nicht, das ist hier einfach zu wenig. Also so kann man hier keine Politik betreiben. Entweder es gibt einen konkreten Vorschlag oder es gibt keine Grundlage, worüber man entscheiden kann. Aber so, wie Sie das hier machen, funktioniert das nicht. Richtig, deswegen, das Eventwerk, egal wie es mit Ihrem Antrag ausgeht, wird bleiben. Die Abmietung wird zum April nächsten Jahres stattfinden und Nachverhandlungen in diesem Mietvertrag sind nicht möglich. Das wurde uns sehr deutlich dargestellt. Das heißt, das Einzige, was wir als Stadt tun können, ist, langfristig zu denken, langfristig Unterbringungseinrichtungen aufzubauen, die so sind, dass sie auch okay sind, dass man da auch gut drin wohnen kann, dass man da auch gut Menschen unterbringen kann und die man eben nutzt, wenn sie gebraucht werden und wenn die Kapazitäten nicht mehr gebraucht werden, dass die für andere Dinge dann alternativ genutzt werden, dass sie aber prinzipiell zur Verfügung stehen, dass wir nicht immer wieder in diese Situation kommen, dass wir aus purem Handlungsdruck heraus solche wirklich also horrenden Mietzahlungen von privaten Anbietern am Ende auch noch akzeptieren müssen. Den Antrag können wir heute ablehnen, denn er bewirkt sowieso nichts und Sie bringen ja auch keinen Vorschlag. Vielen Dank. Okay, da würden wir jetzt das gleich als Schlusswort machen. Herr Pinkert, bitte. Ja, Frau Barker, wie Sie richtig mitgehört hatten, aber nicht begriffen hatten, hatten wir gefordert, dass zum April diesen Jahres
die Abmietung erfolgt. Für Oktober diesen Jahres. Wir haben die Stadtverwaltung erst darauf aufmerksam gemacht, dass das Objekt seitens der Stadt abgemietet werden muss und das kein Automatismus ist. Ja, und man kann immer wegen Nebenkosten in Nachverhandlungen gehen. Und wenn jemand eine Position ausnutzt, eine, wo man in dem Sinne an der Wand steht und nicht mehr weiter kann, ja, das heißt, sie sind erpressbar, dann kann man sogar gerichtlich gegen horrende Preise vorgehen, wenn man will. Man muss nicht. Und wie es darum ging, wir haben keine Lösungsvorschläge. Damals haben wir alle hier, die Freien Wähler, die CDU, wir, dafür gestimmt, dass wir das wie Leipzig handhaben. Dann sind wir auch nicht erpressbar, wenn uns schon Leute überholfen werden, die hier nicht hergehören. Das ist ganz einfach. Und die Anmietung von Wohnungen billiger, preiswerter. Jetzt versetzen Sie sich mal, Sie sind in der Lage, Sie sind normal arbeitstätig, ja, und suchen eine Wohnung. Finden Sie auf dem Wohnungsmarkt eine normale Wohnung zum normalen Preis? Ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? Ja, weil die Stadt die ganzen Wohnungen wegmietet, ist klar. Ja? Das heißt, der Leidtragende ist der normale Bürger, der arbeiten geht und Steuern zahlt. Deswegen Abmietung, danke. Okay, da würden wir zur Abstimmung kommen. Ich würde zuerst den Änderungsantrag aufrufen, dann der keine Mehrheit hat, dann den Ausschussbericht. Wer dem Änderungsantrag der AfD zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 8 Ja, 37 Nein, 0 Enthaltung. Das ist keine Mehrheit, deswegen rufe ich jetzt den federführenden Ausschussbericht auf mit dem Hinweis, wer hier zustimmt, lehnt ab. Ich bitte um das Stimmzeichen. Mit 37 Ja, 8 Nein, 9 Enthaltung. So, der Ausschussbericht bestätigt. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis spätestens dann 30. August zur Eröffnungsveranstaltung. Dann sehen wir uns alle wieder. 30. August.